Der Liga-Primus hat zu Beginn Kontrolle. Bayreuth fährt dann mal seinen ersten Angriff. Nollenberger und dann Zenolao. 0-1. Neunte Minute. Was ist das denn bitte? Die abstiegsbedrohten Gäste legen vor. So, und jetzt bin ich gespannt, ob man das Rattern in den Elversberger Köpfen noch lauter hört. Nicht konsequent verteidigt am ersten Pfosten. Errol, Zenolao, zack, Bayreuth führt. Und der Tabellenführer hat Probleme mit der linken Angriffsseite von Thomas Kleines Team. Wieder der mega auffällige Alexander Nollenberger. Und Achtung, jetzt rappelt's am zweiten Pfosten. Kirsch, das gibt's einfach nicht. Bayreuth 2, Elversberg 0. Was bitte bahnt sich hier an? Erst 12 Minuten gespielt, Elversberg taumelt. Defensiv zu löchrig. Ratter, Ratter, der zweite Schlag für die Elversberger Mannschaft. Hat der Tabellenführer eine Antwort auf diese fatale Situation? Vielleicht über den Standard. Jakobsen, zweiter Ball, kommt zu Pfeil. Und ja, sie haben eine Antwort. 1:2, Viertelstunde rum, Manuel Pfeil, Saisontreffer 6. Ist das der Mutmacher für eine Aufholjagd? Ist dieses 1:2 der Kopfendratterer? Keine Chance für Kolbe im Bayreuther Tor. Die SVE ist jetzt wieder im Spiel. Deutlich spürbar. Dann Pfeil für Schnellbacher. Heute ist sein 29. Geburtstag. Dicke Chance. Der Tabellenführer arbeitet hart am Ausgleich. Auf der anderen Seite bleibt Bayreuth aber sowas von heiß und immer wieder mit Nollenberger. Der soll von Darmstadt umworben sein. Die Gäste hätten hier noch einen draufpacken können. Elversberg ist feldüberlegen. Und dann Heinrich mit dem Patzer. Şahin, 2:2, 24. Minute. Es ist das 73. Elversberger Saisontor. Und das kann ein entscheidender Moment Richtung Aufstieg sein. Sollte dieser Treffer heute den Wendepunkt einläuten, Semi Şahin mit dem Ausgleich. Aber Elversberg hat weiter Probleme gegen den Ball. Und den hier, den kennen Sie schon. Alexander Nollenberger, Sie kriegen ihn nicht unter Kontrolle. Christoph mit der Parade. Halbzeit klopft an, die SVE auch nochmal. Da kommt Dürholz und der macht so überlegt. Der Tabellenführer dreht einen 0-2-Rückstand und geht tatsächlich noch vor der Pause in Führung. Das Team von Horst Steffen zeigt maximale Charakterstärke, allem Rattern zum Trotz, allen Verletzungssorgen zum Trotz. Luca Dürholz 3:2. Letzte Szene, erste Hälfte, Ecke, Yannick Rochelt. Und da ist Luca Schnellbacher und jetzt ist es völlig wild. 4:2, 50. Drittligator von Luca Schnellbacher an seinem Geburtstag. Also diese erste Hälfte ist ja wohl komplett irre. 6 Tore. Dieses Spiel ist definitiv unterhaltungssteuerpflichtig. Rein in den zweiten Abschnitt. Die Gastgeber haben jetzt absolute Kontrolle. Spiel wird etwas gemächlicher. Und dann Luca Schnellbacher hier. Der hat die erste Chance nach dem Seitenwechsel. 57. Minute. Der hätte gerne auch noch seinen 51. Drittligatreffer erzielt. Schickes Zuspiel von Maurice Neubauer. Elversberg nicht mehr mit dem maximalen Aufwand, aber immer noch mit Lust. Kurz danach wieder die SVE. Jetzt mit Şahin. Kolbe rettet. Bayreuths Wille scheint gebrochen von Nollenberger und Co. Kaum noch was zu sehen. Elversberg ist der Dominator und jetzt treiben es dann auch Yannick Rochelt und Luca Schnellbacher auf die Spitze. Yannick Rochelt 5:2, 64. Minute. 11. Saisontreffer des starken Yannick Rochelt, der spitzelt den Ball vorbei an Kolbe. Schnellbacher und Rochelt nehmen die Gästeabwehr auseinander, Eder zu spät. Bayreuth macht sich gefasst auf die 5. Niederlage in Folge. Dass das Gästeteam aber trotzdem noch lebt, zeigen sie hier. Thomann für den eingewechselten Steininger. Christoph muss hin. Nochmal ein zumindest mittlerer Aufreger. Der letzte gehört dann nochmal der SV Elversberg. Neubauer nimmt's mit allen auf, kommt tatsächlich durch. Rüber zu Eros Dazai.
Und das war's dann. Elversberg gewinnt mit 5:2 nach einer echten Achterbahnfahrt. Es war nicht ratterfrei, letztlich dann aber zumindest hinten raus souverän.